die deutschen Streitkräfte. Ob Heer, Marine, Luftwaffe, Sanitätsdienst oder die Streitkräftebasis. Die Bundeswehr ist einer der größten deutschen Arbeitgeber und sie bildet aus. Es gibt rund 400 verschiedene Tätigkeiten, 40 Weiterbildungsmöglichkeiten, 20 Studiengänge und 60 unterschiedliche Ausbildungsberufe. Je nach Schulabschluss, Qualifikation und Interesse kann eine Laufbahn bei den Mannschaften, den Fachunteroffizieren, den Feldwebeln oder aber den Offizieren eingeschlagen werden. Zum einen als Soldat oder Soldatin eine Ausbildung zu machen, eine berufliche Ausbildung, gibt es natürlich die Vorteile, dass man das von Anfang an bei festem Gehalt macht. Die Tätigkeit an sich sehr abwechslungsreich ist. Man in jungen Jahren auch schon Verantwortung bei den Streitkräften übernehmen kann. Damit meine ich insbesondere auch personelle Verantwortung. Denn diese Leute, die einen Beruf bei der Bundeswehr haben und in diesem Beruf bei der Bundeswehr arbeiten, sind auch letztendlich auch immer Vorgesetzte. Außerdem bildet die Bundeswehr auch zivile Mitarbeiter aus. Die Bundeswehr besteht ja nicht nur aus Streitkräften, also aus Soldatinnen und Soldaten, sondern natürlich auch aus dem zivilen Anteil, der sich da Zivile Wehrverwaltung nennt. Dort gibt es die Möglichkeit, insbesondere hier am Standort in Kaufbeuren, in der sogenannten Ausbildungswerkstatt, zwei Berufe zu erlernen. Zum einen den Fluggerätemechaniker oder Mechanikerin, zum anderen Elektronikerin oder Elektroniker für Geräte und Systeme. Diese Ausbildung läuft dann so, dass die zivil abläuft. Ganz normal, teils hier die berufliche praktische Ausbildung, aber auch die theoretische Ausbildung an der zivilen Berufsschule mit dem entsprechenden Abschluss. Danach haben dann diese jungen Leute die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja, möchte ich bei der Bundeswehr bleiben? Dann gibt es die Möglichkeit, in den Streitkräften entsprechend dort diesen Beruf auszuüben, aber auch auf den zivilen Arbeitsmarkt letztendlich diesen Beruf nachzugehen. Wer als Zeit- oder Berufssoldat zur Bundeswehr geht, der, so das Versprechen, habe immer gute Karrierechancen. Beispiel Luftwaffe. Hier in der Technischen Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren wird kräftig aus- und weitergebildet. Diese beiden Soldaten beispielsweise werden Luftfahrzeugavioniker. Also wir sind oder lernen den elektrischen Part und elektronischen Part vom Eurofighter speziell und konzentrieren uns auf Batterie, auf die Versorgung von der Spannung und die ganzen High-Speed- und Low-Pulse-Systeme. Wenn ihr vielleicht kurz ein bisschen sagen könnt, warum habt ihr euch für eine Ausbildung bei der Bundeswehr entschieden? Ja, also nachdem ich Industrieelektroniker im Zivilen gelernt habe, wurde ich eben nur befristet übernommen. Daraufhin hat sich die Bundeswehr bei mir gemeldet. Ich sollte also zur ganz normalen Musterung. Und da haben sie dann eben gesagt, ich kann ein Gespräch mit dem Wehrdienstberater machen. Und der hat mir das dann eben aufgezeigt, was ich für Möglichkeiten habe. Und hat sich ganz interessant angehört. Und da habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Für die Bundeswehr, in dem Fall für die Flugsicherung, haben sich auch diese beiden entschieden. Im Tower-Simulator in Kaufbeuren üben die angehenden Fluglotsen. Ich denke, die Bundeswehr heutzutage ist ein sehr sicherer Arbeitgeber. Man wird sehr gut unterstützt, gerade als Frau mit Mutterschutz und alles. Man fühlt sich da schon sehr gut geborgen. Wie ist es bei Ihnen? Was ist da sozusagen bei Ihnen die Motivation, zur Bundeswehr zu gehen? Ja, ich bin von Grund auf natürlich als Staatsbürger, will ich meinem Land natürlich auch dienen. Das versuchen wir in unserem Bereich hier in der Flugsicherung ganz genauso zu erfüllen wie an anderen Verwendungen auch. Egal, ob ich Panzerfahrer bin oder mit dem U-Boot fahre, wir hier unterstützen das System als Ganzes. Und wir sind ein Teil der ganzen Sache und wollen mit unserem Fachbereich, der wir ja jetzt ja nicht hier sind, wir sind wirklich Spezialisten auf unserem Gebiet in der Flugsicherung, da die Sache zu unterstützen. Vorteile hat die Bundeswehr offensichtlich als Arbeitgeber, aber auch die großen Herausforderungen sollte man sich anschauen, sagt der Wehrdienstberater. Jeder, der bei der Bundeswehr heute in den Streitkräften Dienst leistet, muss die Bereitschaft mitbringen, also freiwillig Dienst leisten, muss die Bereitschaft mitbringen, auch für diese Einsätze zur Verfügung zu stehen, wenn der deutsche Staat dann entsprechend den oder die Soldaten ruft. Das ist natürlich eine Sache, wo einhergeht. Das wissen wir alle, die Einsätze mittlerweile, insbesondere auch Afghanistan, sind gefährlich. Es sind dort deutsche Soldaten mittlerweile im Einsatz gefallen. Nicht nur die Gefährlichkeit steht natürlich dort, ist dabei, sondern auch die Trennung von zu Hause. Diese Einsätze gehen in der Regel 4 Monate, indem man nicht nach Hause kommt. Und natürlich auch der Umgang mit Waffen. Wer sich für eine Karriere bei den Streitkräften entscheidet, sollte sich am besten vorher an den zuständigen Wehrdienstberater wenden. Ich arbeite mit einem Team zusammen. Ich persönlich gehe an Schulen bzw. in der Öffentlichkeit und informiere dort an allgemeinen und berufsbildenden Schulen, aber auch auf Ausstellungen und Messen.
über die Bundeswehr. Und wenn jemand sagt, okay, das hört sich vielleicht interessant an, dann könnte man oder dann geht es einen Schritt weiter, dann kann man mit uns Verbindung aufnehmen, telefonisch und bei uns im Büro in Kempten einen Beratungstermin vereinbaren. Bei diesem Beratungstermin erfährt man dann letztlich individuell auf die Person zugeschnitten, ja, was ist denn möglich mit dem, was ich mitbringe? Also mit den Interessen, die ich mitbringe, mit den Hobbys, mit den Voraussetzungen, was kann ich damit bei der Bundeswehr machen? Die deutschen Streitkräfte im Umbruch. Die Wehrpflicht wird ausgesetzt, die Strukturen verändern sich, genau wie die Einsätze. Aber trotz allem bleibt die Bundeswehr auch ein großer Ausbilder.